Nächster Schritt, Umkehrfunktion. Jetzt wollten wir uns nochmal damit beschäftigen. Wie bildet man so schnell wie möglich eine Umkehrfunktion? Wir hatten ja gesagt, y ist gleich x Quadrat ist die eine und die Umkehrfunktion dazu, y ist gleich Wurzel aus x, das sei diese Umkehrfunktion. Aber wie kommt man darauf? Gibt einen ganz einfachen Trick. Erstens, vom Original, erstens y und x vertauschen. Schreibt euch das mal mit. Das sieht dann so aus. X ist gleich y Quadrat. Zweitens, wieder umstellen. Wieder umstellen. Und zwar so. Dass die Funktion wieder heißt, y ist gleich. So, das machen wir mal. Das sähe dann so aus. Ich muss y alleine stehen haben und nicht das y Quadrat, also Wurzel aus etwas bilden. Jetzt steht hier, Wurzel aus x ist gleich y. Und siehe da, ich habe die Umkehrfunktion gebildet. Peng, das war's. Also y muss wieder alleine dastehen. Richtig alleine, nicht y Quadrat oder irgendwas anderes, sondern y ganz alleine. Machen wir das mal an einem, also ich mache mal kurz Pause, ihr schreibt das mal mit und stellt Fragen vielleicht noch und dann machen wir mal schnell ein paar Übungsbeispiele, habt ihr es später viel leichter. Noch ein Beispiel. Bildet mal die Umkehrfunktion von y ist gleich 3x. Ich mache es mal Schritt für Schritt, okay. Also, erstens ich vertausche. Erster Schritt sieht so aus. Ich sage einfach x ist gleich 3y. Jetzt möchte ich aber y alleine stehen haben, das heißt, ich muss durch 3 teilen. Mit anderen Worten, der zweite Schritt kommt jetzt. Ich habe durch 3 geteilt, x Drittel ist gleich y. Wir würden es so schreiben, y ist gleich x Drittel. Ne? So. Wenn ich es dann wieder richtig hingeschrieben habe. So sieht es dann aus. Das hier ist die Umkehrfunktion von der. Noch ein Beispiel. Also zum Schluss soll immer y alleine stehen. Ja. Ja, Moment. Gut, haben wir noch ein Beispiel. Y ist gleich 2x minus 5. Bitte die Umkehrfunktion dazu bilden. Und dann sehen wir uns wieder. Wir vertauschen. X ist dann 2y minus 5. Naja, jetzt Punktrechnung vor Strichrechnung umgekehrt. Plus 5 ergibt dann x plus 5 ist gleich 2y. Und jetzt teile ich nochmal durch 2. Dann ist x plus 5 durch 2 gleich y? Oder wie? Jetzt haben andere noch gesagt, naja, dann könnte ich auch schreiben, y ist gleich x halbe plus 2,5 oder ein halb x plus 5 halbe oder. Da gibt es verschiedene Ausdrücke. Genau. So, jetzt noch ganz kurz hinten dran. Das war jetzt praktisch die Vorgehensweise. Die geht für jede Funktion. Noch eine Frage? Moment. Haben wir soweit? Wozu braucht man denn Blödsinn? Ich sage es jetzt mal ganz einfach so. Erstens, aus diesem Grund. Ich kann wunderbar grafisch spiegeln und kann das auch rechnerisch nachvollziehen. Wozu braucht man diesen Quatsch aber? Nur mal noch ein Beispiel, kommt dann in der 11. zum Beispiel, ein Künstler sagt, und so ein komisches Gebäude habe ich auch schon mal gesehen, ich mache einen künstlerischen Pinselstrich und mein lieber Architekt, bitte bauen Sie das Haus so, dass das so eine Dachform hat. Also so soll das dann aussehen. Jetzt sagt der Architekt, ach du lieber Gott, was mache ich denn da draus? Und dann sagt er, Moment mal, ich betrachte diesen künstlerischen Pinselstrich und schnapp mir charakteristische Punkte, das wäre einer, das wäre einer, das wäre einer, hier wäre einer, ein Umkehrpunkt und. Alles solche Dinge und baue mir hieraus eine Funktion in Form von f von x ist gleich. Und dann kann ich wieder weiterrechnen, dann kann ich statische Dinge berechnen, dann kann ich Material berechnen und. Das ist der ganze Hintergrund. Und wenn dann einer sagt, ja, und das Ganze möchte ich auch noch gespiegelt haben oder anders gespiegelt, dass es eben so läuft oder so, dann kommt man mit Umkehrfunktionen ganz schnell zum Ziel. Noch eine Übung oder? Ja. Üben wir noch mal eine, gut. Ja, gut, noch ein Beispiel. Y ist ein halb x Quadrat. Tauschen wir mal. Also, x ist gleich 1 halb y Quadrat. Erster Schritt mal 2. Das soll rauskommen, haben wir uns überlegt.
mal 2 heißt also 2x ist gleich y Quadrat. Und wenn ich jetzt die Wurzel aus beiden Seiten ziehe, dann komme ich dahin. Jetzt nochmal die Frage bitte. So, jetzt haben wir hier noch eine Aufgabe, nochmal zum Üben. Wir sehen uns gleich wieder. So, die Auflösung ist verschieden möglich. Entweder ich lasse das mit Kommazahlen, komme ich auf diesen Kram hier. Ich wandle alles in Brüche um, nehme hier in diesem Fall einen gemeinsamen Nenner 10, komme ich auf diesen Kram. Oder ich vereinzele das weiterhin und rechne mit 7 Zehntel und alles extra und muss dann entsprechend so schreiben, ist aber dasselbe wie das oder das. Wenn ich das mal 10 nehme, dann entfällt hier das Komma, habe ich hier eine 7 und hier habe ich 10x, also es bleibt, gibt verschiedene Wege, jetzt kamen hinten noch andere Vorschläge. Können wir machen bis zum geht nicht mehr. Jetzt beweisen wir mal, dass die Umkehrfunktion wirklich hier bei der x und y, x Quadrat und bei Wurzel aus x, da hätten wir, ach nee, ich möchte nochmal schnell auf was anderes hinweisen. Schaut mal das an. Wenn ich sage, das ist y ist gleich x hoch 2, ich schreibe es mal extra groß. Und ich schreibe mal hier eine andere Schreibweise. Wie könnte man es schreiben? Y ist gleich x hoch was? Richtig, x hoch 1/2. Und es lässt sich ja an, aber ich würde es trotzdem nicht so machen, hier mit diesem Exponenten zu spielen. Wir sagen ja, das Gegenteil von mal 2 ist durch 2. Ne? Das wäre dann, ich möchte aber, macht es lieber auf diese Art und Weise. Es geht einfacher, es geht schneller zu bilden. Jetzt aber nochmal schnell zum Beweis. Wir hatten gesagt, hier, das ist das Spiegelbild. Das eine ist das Spiegelbild der anderen Funktion an dem Graphen y ist gleich x. Treten wir mal den Beweis hierfür an. Und zwar möchte ich mal, dass ihr den Graphen skizziert von dieser und von seiner eigenen Umkehrfunktion. Und dann entsprechend prüft, ob das wirklich das gespiegelte Bild ist. Machen wir das mal. Geht mal bei. So, jetzt haben wir das hier ein bisschen, hier sieht es natürlich nicht schön aus. Hier soll aber die Nullstelle x0 ist 2,5 stehen. Und man sieht es hier einigermaßen, im Heft ist natürlich besser. Der rote Graph ist die Spiegelachse von beiden. Damit ist auch bewiesen, dass es die Umkehrfunktion ist. Die blaue ist die Umkehrfunktion von der grünen und umgekehrt. Schön. Gut, ich schließe das Video an der Stelle ab.